Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge dabei seid. Heute ist Donnerstag, der 30. November. Morgen ist also schon Dezember. Falls ihr euch auch wünscht, etwas mehr Zeit für Geschenke kaufen oder Glühwein trinken oder Weihnachtsfilme gucken zu haben, dann hilft euch vielleicht eine kleine Zeitreise, wie in unserem ersten Serientipp. George wacht eines Tages auf und erlebt wohl sein größtes Déjà-vu überhaupt. Genau den gleichen Tag hat er schon einmal erlebt und all seine vorherigen Errungenschaften sind wie ausgelöscht. Kurz nach diesem Ereignis wird er von Agentin Archie gefunden, die ihm vom Lazarus-Projekt erzählt. Eine geheime Mission, um die Menschheit dank Zeitreisen vor Katastrophen zu bewahren. In der zweiten Staffel macht ihnen jetzt eine weitere Organisation die Zeitlinien streitig. Rebel believes that someone has invented a true time machine. The tunnels form a high-velocity track so that the subject can reach the right speed. I mean, it's back to the future. I haven't seen it. My mum's seen it. She hasn't seen anything. So you find the scientists, build the machine. We go back, past the checkpoint, rescue Janet. Cancel the loop. Everyone lives happily ever after. Yeah, that's the idea. Except we can't find them. Die Mitglieder des Lazarus-Projekts erleben in Staffel 2 die Grenzen von Zeitreisen am eigenen Leib. Die Welt steckt in einer Zeitschleife von 3 Wochen, in denen dieselbe Katastrophe immer und immer wieder passiert. Was zur Folge hat, dass Raum und Zeit anfangen zu bröckeln und das ganze Universum in Gefahr ist. Die neuen Folgen der Thriller-Serie Lazarus-Projekt könnt ihr ab heute auf Wow streamen. Joker Tululu und Tutti Tran sind 2 Comedians, die nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nehmen. Jetzt bekommen sie mit Joker und Tutti ihre eigene Show bei Freevee. Menschen meiden schon immer Menschen, die anders sind. Menschen, die einen Traum haben. Ich habe schon mal einen Afrika-Urlaub gemacht. Ich weiß Bescheid. Ne? Du bist wirklich ein Serienmörder? Nee. Hi, ich bin Jolly. Hey, los, zieh dich aus. Ich will doch kein Stripper. Hier steht was von Minderheitenrabattsystem? Ja. Sind Sie schwarz? Mit der Comedy-Show wollen die beiden provokant auf gesellschaftliche Missstände hinweisen, wie zum Beispiel Alltagsrassismus. Mit dabei sind unter anderem Schauspieler Christian Tramitz, den ihr vielleicht aus Traumschiff Surprise kennt, und Schauspielerin und Kabarettistin Idil Beider. Alle 10 Folgen von Joker und Tutti könnt ihr ab heute auf Freevee streamen. Zu den klassischen Körpertauschkomödien zählen Filme wie Freaky Friday oder 30 über Nacht. Mit Family Switch holt Netflix den Körpertausch jetzt ins Jahr 2023. Diesmal passiert der unfreiwillige Tausch gleich einer ganzen Familie. Nach einem gemeinsamen Ausflug stecken die beiden Geschwister plötzlich in den Körpern ihrer Eltern und andersherum. Da ist Chaos vorprogrammiert. Wir müssen irgendwie durch den Tag kommen und rausfinden, was passiert ist. Mein Dad ist voller Toast und Highschool ist meine Marmelade. Du hast meinen ersten Kuss gestohlen? Nein, ich habe ihn verhindert. Du hast Ariana abgewiesen? Also Dad! Wie konnten wir nur glauben, dass wir das hinkriegen? Du musst jetzt ein Boss sein. Aha. Du musst jetzt ein Boss sein. Du musst jetzt ein Boss sein. What's my age again? Klingt ja so, als müssten sie reparieren, was kaputt ist. Wir schaffen das. Wir sind Walkers und Walkers geben niemals auf. In Family Switch werden die beiden Eltern von Jennifer Garner aus 30 über Nacht und Ed Helms aus Hangover gespielt. Außerdem haben wir auch noch Matthias Schweighöfer auf der Liste des Casts gespottet. Passend zur Jahreszeit spielt Family Switch übrigens in der Weihnachtszeit. Die Körpertauschkomödie könnt ihr ab heute auf Netflix gucken. Zum Schluss noch ein Tipp in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört und euch Detektor FM gefällt, dann freuen wir uns über eure Unterstützung. Mit eurer Hilfe können wir Detektor FM nämlich noch besser machen. Alle Infos dazu findet ihr auf detektor.fm/danke und in den Shownotes. Annika Seiferlein hat die Tipps für heute rausgesucht. Audioproduktion Benjamin Zerdani. Mein Name ist Anja Bolle. Euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abends und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.